Angesichts der brutalen Niederschlagung haben Syrer im Exil sehr schnell ihre Solidarität gezeigt. Besonders deutlich äußerten sich Künstler und Intellektuelle. So Darina Al-Jundi, die heute für Generation Revolution spricht. Sie lebt in Paris, gewissermaßen in der Nachfolge ihres Vaters, eines ermordeten syrischen Journalisten. Ich heiße Darina Al-Jundi, ich wohne in Frankreich. Ich bin halb Syrerin und halb Libanesin. Ich schreibe Komödien. C'était un drôle d'oiseau, mon père. Il est né en 1933 dans une ville de Syrie, Salamille. Une ville peuplée de poètes, d'écrivains et de communistes. Wie ich im Schauspiel sage, ich habe meinen Vater nicht gekannt, weil er in Syrien im Gefängnis war. Sein ganzes Leben hat er damit verbracht, von einem Gefängnis ins nächste zu gehen, von einem Exil ins andere. Je pars en Irak. Je vais lancer une radio libre. Nous allons faire tomber la dictature syrienne. Nous allons faire la révolution. Die Ereignisse heute sind sein Traum, der in Erfüllung geht, und auch mein Traum, den ich nicht mehr zu träumen wagte. Enfin. Endlich wacht das Volk auf, endlich. Der Diktator wird verschwinden, endlich. Die Gefängnisse werden vielleicht geöffnet. Ich sage nicht, dass das hinterher das Paradies sein wird. Die Revolution fängt erst richtig an, wenn die Aufstände vorbei sind. Dann muss ein Land aufgebaut werden, das ist hart und schwierig. Daran müssen wir arbeiten. Und wir wissen, dass wir mit unseren Versammlungen die Bombardierungen nicht stoppen können. Wir machen das, um uns mit den anderen austauschen zu können, um zu versuchen, Informationen zu bekommen, die wir weder aus sozialen Netzwerken noch aus Radio und Fernsehen kriegen, um nicht mehr allein zu Hause weinen zu müssen. Das ist einfach ein Moment der Solidarität mit ihnen.